Meine liebe Tochter Nova, ich glaube mittlerweile, ich schreibe dieses Buch zum großen Teil für dich und für mich. Ich möchte mir darüber bewusst werden, was ich über uns Frauen denken und glauben will, um dir ein würdiges, wenn auch unperfektes Vorbild zu sein. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Hi. Herzlich willkommen hier bei den Stadtveränderern. Dankeschön. Sarah, du bist Autorin, du bist Mama, du bist Ehefrau, du bist Theologin und du bist Bloggerin. Über welches Thema hast du als letztes geschrieben? Ich bin 30 geworden, habe gesagt, dass ich das gut finde. Wie fühlt sich das an, 30 zu sein? Ja, so alt wie ich bin. Ich fühle mich ganz wohl damit im Moment. Ich habe ein paar kurze Begriffe für dich. Und du darfst dich entscheiden, ja? Was dich mehr anspricht. Kaffee oder Tee? Kaffee. Herbst oder Frühling? Frühling. Tatort oder Rosamunde Pilcher? Gar nichts. Gar nichts von beiden? Ja, eher Tatort. Gut. Süß oder deftig? Süß. Lesen oder schreiben? Schreiben. Schreiben. Du hast nämlich auch ein Buch geschrieben über das Thema mutige Weiblichkeit. Ja. Wir gehen jetzt in die Box und werden uns darüber austauschen. Cool. Nach dir. Da sind wir in der Box. Yeah. Und hier ist auch schon dein Buch. Frauen, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt. Eine Einladung zu mutiger Weiblichkeit. Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ja. Also das war ein langer Prozess mit dem Titel. Erst wollte ich, dass da nur drauf steht Frauen, aber das hätte vielleicht zu wenig gesagt. Ich will einfach so ein paar Türen aufmachen, wo Frauen irgendwie so eingestigmatisiert werden. Es sind auch sehr schöne Bilder da drin, schwarz-weiß Bilder, sehr schön gestaltet, mit vielen guten Fragen. Aber kannst du dich daran erinnern, so an deine Motivation, warum du über dieses Thema geschrieben hast, mutige Weiblichkeit? Ich glaube, ich hatte so in vielen Lebensbereichen so, ja, einfach Fragen, die keine Antwort hatten. Und das war auch erstmal nicht so schlimm. Man kann ja eine ganze Weile so laufen auf Autopilot. Aber dann wurde ich Mutter und musste mich da irgendwie mit auseinandersetzen. Wie viel arbeite ich? Wie viel gehen meine Kinder in die Kita? Wie viel kümmert sich mein Mann um die Kinder? Dann habe ich mein Theologiestudium beendet. Dann stand ich irgendwie in der Gemeinde, bin ich jetzt Pastorin. Manche Gemeinden wollen gar keine weiblichen Leiterinnen haben. Ja, und da kam dann irgendwie viel zusammen, dass ich dachte, das braucht mal eine Antwort. Und hast du gemerkt, da gibt es irgendwo einen roten Faden, was sich durchzieht, so durch den ganzen, durch das ganze Buch? Ja, ich glaube, so, dass wir einfach leben sollten, wozu wir uns gemacht fühlen. Also ich glaube echt nicht, dass man jetzt sagen sollte, so alle Hausfrauen und Mütter müssen abgeschafft werden. Aber auch nicht alle Karrierefrauen sollten abgeschafft werden. Ich glaube einfach, da gibt es für jeden einen individuellen Weg und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ein paar Grenzen, die gesund und ungesund sind, meiner Meinung nach. Und du schreibst ja auch relativ viel über deinen christlichen Glauben. War dir der Glaube eine Hilfe dabei, dich als Frau zu entdecken oder eher ein Hindernis? Also, ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie ich ohne diesen Glauben so unterwegs wäre und woher ich meinen Wert und meine Identität so schöpfen würde. Aber das, was ich oder andere häufig aus dem Glauben gemacht haben, das stand mir schon auch häufig im Weg. Musstest du mutig sein, um sich davon frei zu machen? Ja, total. Also auch mutig vor mir selber irgendwie, mutig anderen nicht zu gefallen, mutig was zu wagen, was vielleicht gar nicht klappt. Auch Sachen aufzuschreiben, wer weiß. Also ich bin 30, ich habe noch mal genauso lange. Ob ich mit 60 noch mal das gleiche Buch schreiben würde, werden wir mal sehen. Aber das ist jetzt, soweit ich jetzt bin. Du hast uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Wen sehen wir da und ja, wie haben diese Menschen vielleicht auch dein Leben geprägt oder inspiriert? Ja, das sind richtig coole Menschen. Also das hier ist Wilberforce. Der hat die Sklaverei mit abgeschafft. Und das inspiriert mich sehr.
Das ist Esther aus der Bibel. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihr Volk zu retten, weil sie geglaubt hat, dass sie geboren ist für eine Zeit wie diese. Und das ist Anne Voskamp. Die ist halt so wie ich, nur schon viel weiter. Also die schreibt Bücher, bloggt, hat Kinder und so. Und wenn du sagst, sie ist schon viel weiter, wo ist das Ziel, wo möchtest du hin? Ja, die bewegt richtig viel. Also die schreibt nicht nur Bücher und macht da so ihren Blog, die hat Projekte auf der ganzen Welt und stärkt Menschen und Frauen und schafft Ungerechtigkeit ab. Da möchtest du hin. Ja. Und an dieser Stelle machen wir jetzt ein Komma, keinen Punkt. Wir machen ein Komma und trinken einen Kaffee. Yeah. Latte oder Cappuccino? Cappuccino. Cappuccino, so. Wird alles geschnitten. Stunden später. Das sieht doch lecker aus, Sarah. Bitteschön. Dankeschön. Du trinkst ja sehr gerne Kaffee, ne? Warum? Ja. Vielleicht schlafe ich zu wenig. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach. Und dein Mann ist Iraner und er trinkt gerne Tee. Tee oder Zucker mit ein bisschen Flüssigkeit. Welche Kulturen prallen da aufeinander? Also da prallen nicht nur Mann und Frau, die ja sowieso schon ein bisschen unterschiedlich sind, aufeinander. Also das sieht man von außen nicht. Aber da sind zwei Menschen, die halten ganz unterschiedliche Dinge für normal. Wir sind jetzt ja schon lange, 5 Jahre verheiratet. Und echt, wir haben uns schon richtig gut so aneinander angepasst. Also ich bin vielleicht nicht mehr ganz so deutsch und er nicht mehr ganz so persisch. Und schon auch so Sachen wie Haushalt und wer geht arbeiten, was macht ein Mann aus, was macht eine Frau aus. Was habt ihr da für Rollenvorstellungen? Also mittlerweile haben wir sehr ähnliche Rollenvorstellungen und interessanterweise vielleicht, also ich bin in einer sehr konservativen deutschen Familie aufgewachsen und er in einer ganz normalen persischen und ich glaube, das war sich sehr ähnlich. Der Unterschied war nur, dass ihm das gefallen hat und mir nicht. Also er hatte erstmal kein Problem, bis er mich hatte. Gab es eine Lösung oder wie habt ihr zueinander gefunden? Ja, wir haben uns echt viel gestritten. Aber dann hat uns das schon auch verbunden oder verbindet uns einfach, dass wir die gleichen Werte und den gleichen Glauben teilen und uns immer wieder darauf besinnen, dass Nächstenliebe, den anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, die Liebe, die uns verbindet, höher zu stellen als die Meinungen, die uns trennen. Ja, das bringt uns immer wieder zusammen. Und wie hat dir dein Mann auch geholfen, dich als Frau zu finden, auch in dieser Phase, auch des Schreibens? War er eine Unterstützung für dich? Ja, total. Also der hinterfragt mich natürlich. Ich wusste vielleicht gar nicht so genau, was ich als Frau, wer ich bin und wer ich sein will, bevor ich so einen männlichen Gegenüber hatte, der auch jemand ist und sein will. Wo seid ihr jetzt quasi angekommen? Im Moment ist es echt so schön, weil viel mehr zählt, wofür sind wir berufen, was kann jeder Einzelne von uns irgendwie beitragen zu unserer Kirche, zu unserer Gesellschaft, in unserer Familie. Ja, so unsere Begabung zählen irgendwie und nicht die Erwartungen. Und das ist einfach total schön. Was würdest du sagen, was sind so diese Grundfragen, die sich jede Frau stellen sollte? Ich glaube, wir haben echt eine Bestimmung und ich glaube, jede von uns, diese Welt braucht jede von uns und das herauszufinden. Und ich glaube, dass das nichts ist, was uns jetzt so bedrückt oder irgendwie jetzt so schwer ist. Ich glaube, das ist einfach was, was Freude macht und ja, wenn wir das wissen, glaube ich, geht es uns gut. Mhm. Sarah, wir gehen jetzt raus und schauen auf die schöne Stadt Hamburg. Schön! Sarah, welchen Bezug hast du zu dieser Stadt Hamburg? Ja, das ist mein Hafen, meine Heimat. Ja, ich bin hier aufgewachsen. Ist das auch so eine wichtige Frage? Wo ist meine Heimat? Ich glaube, weil ich so genau weiß, wo meine Heimat ist,
habe ich gar nicht so viel Lust, immer da zu sein. Also, ja, ich bin schon ein bisschen freier Vogel. Aber auch, weil ich weiß, wo ich herkomme vielleicht. Du hast dich auch viele Jahre in Hamburg engagiert, hast bei der Stadtinsel gearbeitet, die sich ja um benachteiligte Kinder kümmert. Wie haben diese Kinder ja dein Herz verändert? Diesen Kindern kann man richtig gut helfen. Also die haben manchmal irgendwie krasse Umstände und schwierige Geschichten, aber die Kinder glauben noch nicht, dass da das Ende ist. Und das macht total Spaß. Hast du gemerkt, dass auch die Not, ja, die Armut, was mit dir macht? Ja, also das hat mich schon immer bewegt. So, wenn ich als Teenager geweint habe bei Filmen, dann immer, wenn es um Not und Gerechtigkeit ging. Ja, man kann dann daran zerbrechen oder was dagegen tun. Und ihr als Familie, ihr steht jetzt vor einer riesengroßen Veränderung. Ihr wollt was tun. Ihr geht in 5 Wochen nach Äthiopien. Warum? Also Äthiopien ist ein Ort, da ist noch viel Potenzial. Da ist auch viel Armut und Ungerechtigkeit. Und wir sind einfach so überzeugt, dass wir was zu geben haben. Und was wollt ihr vor Ort tun? Mein Mann ist Pastor und wird dort Leiter ausbilden. Und wir wünschen uns einfach so aus den Menschen, die wir da leiten werden, so herauszukitzeln, was sie machen können, um ihr Land zu verändern. Und was bedeutet es für dich und für euch als Familie, das hier zu verlassen? Also das kostet erstmal eine Menge Dinge, also Wohnung, Möbel, Geld loszulassen. Und dann macht das frei, zu merken, dass man das gar nicht so braucht, um glücklich zu sein eigentlich. Was wirst du vermissen? Unsere Familien und das Wasser in Hamburg. Und worauf freust du dich? Auf die Sonne, auf eine Kultur voller Gastfreundschaft und ja, und darauf einfach zu sehen, was Gott noch mit meinem Leben machen kann. Und was möchtest du den Frauen, du als Frau, weitergeben? Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Frauen dort Mut haben, zu machen, wozu sie geschaffen sind, ihren Platz einzunehmen, auch über gesellschaftliche und kulturelle Mauern irgendwie zu springen. Ja, ich glaube, die können ihr Land verändern. Schön, Sarah. Ich danke dir für dieses Gespräch heute. Ja, auch darüber, dass du über dieses Thema ein Buch geschrieben hast. Und dass du nicht nur darüber schreibst, was es heißt, mutig zu sein, sondern dass du das lebst. Ja. Vielen Dank und Gottes Segen euch in Äthiopien. Dankeschön. Der einzige Unterschied zwischen einem gemütlichen Leben im wunderschönen Hamburg und einem Abenteuer in Äthiopien ist meine freie Entscheidung. Du bist immer nur eine Entscheidung von einem neuen Leben entfernt. Ganz sicher sollten wir nicht alle unsere Heimat verlassen. Auch in deutschsprachigen Ländern gibt es viele Aufgaben. Aber diejenigen, die sich dazu berufen fühlen, ins Ausland zu gehen, sollten sich von nichts in der Welt davon abhalten lassen. Es sind nicht die besonderen Menschen, die gehen. Es sind die normalen Menschen, durch die Gott besondere Dinge tut.